Ein herzliches Hallo und willkommen zurück zur nächsten Folge Project Zomboid, meine Damen und Herren. Weiter geht es. Ich habe zwar keinen Hunger, aber ich würde mir trotzdem mal was zu essen machen, denn wir müssen ja ein bisschen Gewicht zunehmen, ne? So. Dose mit Bolo. Nese. Öffnen. Und essen. So, jetzt müssen wir gleich wieder Well Fett haben. Jawohl. So, ich lasse diesmal auch den Dosenöffner mal hier. Es regnet. Es regnet. Die Erde wird nass. Oh. Wow. Okay. Rundhalspullover. Sneaker. Okay. Wir laufen weiter. Ich brauche unbedingt Werkzeuge. Ich brauche Werkzeuge. Ich gehe mal nach hier heute. Nach hier heute. Da waren wir in der Nacht. Also, ne? Da in dem Häuschen. Können wir kurz gucken. Was? FC Mail? Okay. Sieht aus wie eine Poststation oder so. Oh. Kundschaft. Hallo. Oh. Warte mal. Hose, Jacke, Schuhe, Socken, Tanktop. Ja, Regen ist... Man wird nass, wenn es regnet. Das ist ein bisschen ungünstig, aber man kann sich mit Handtüchern, glaube ich, trocknen. Müllsack. Aha. Gibt hier aber so einen Boden? Nee. Ah, Food Market. Schön. Da können wir vielleicht noch was zu essen besorgen. So, hier irgendwas drinne? Nö. Aber ein Food Market. Gucken wir kurz rein. Kundschaft gibt's nicht. Ja, ich hab fast gedacht, dass der alte Ladeninhaber hier abgeschlossen hat. Hallo? Ich kann natürlich die Tür aufbrechen. Also, nicht nur die Tür, sondern auch das Fenster. Wir können es ja mal einschlagen. So, dann machen wir das Glas außenrum weg. Dass wir uns hier nicht verletzen. Und dann gehen wir rein. Brausesaftpäckchen. So, wir packen das mal alles in den Rucksack. Ja, Brause ruhig auch. Freezer leer. Frische Pfirsich. Karotten und Zwiebeln. Da haben wir noch Aubergine und Radieschen. Dann kann man uns auf jeden Fall einen Salat machen. Oh, Alter. Käsenudeln doppelt. Sehr schön. Sardinen. Sehr viele Dosen. Gut, die wiegen halt alle auch ein bisschen, aber da können wir uns auf jeden Fall die nächsten Tage von ernähren. Gepökelter Rindfleisch. Eine Orangenlimo ist in der Kasse drin. Das ist ja nichts. Bitte lass hier Werkzeug sein. Oh, noch mehr Dosen. Mmh. Super. Hallo? Ach, das ist ein Stuhl? Ey, hör auf. Kann ich den... den Stuhl nehmen? Ich würde ihn gerne einfach irgendwo anders hinsetzen. So, damit ich auch da hinten rankomme. Ach so, halt. Das hier wieder weg. So, Müsli passt. Alter, nur essen. Scheiße. Erstmal alles in den Rucksack. Bin schwer, ist sowas von überladen. Wahnsinn. Hefe. Können wir vielleicht was von backen? Nischt. Marinara ist, glaube ich, irgendeine Soße. Pfeffer. Und nochmal Pasta. Cool. Müsste alles leer sein. Jawohl. Rucksack ist eigentlich so gut wie voll. Wir gucken nochmal kurz beim Auto. Was war da oben noch? Oh, da ist ein Schuppen. Sehr wenig Zombies. Freut mich. Ach, abgeschlossen. Kofferraum auch. Ja, okay, komme ich nicht ran. Es kann auch passieren, dass bei Autos die Alarmanlage losgeht. Und dann sollte man wirklich die Beine in die Hand nehmen.
Weil das ist somit das Schlimmste, was passieren kann. Weil dann einfach sämtliche Zombies aus der Umgebung hier ankommen. Mist. Feuerzeug nehme ich mit. Kippen lasse ich mal hier. Gartensprühflasche. Glühbirnen. Na, falls bei uns zu Hause vielleicht mal was kaputt geht. Holzkohle ist schon zu schwer. Alter, 8 Kilo. Na okay, die lassen wir mal hier. Ein Lötkolben. Das ist doch gut. Eine Schweißermaske. Auch hervorragend. Metallstange ist eine sehr gute Waffe, tatsächlich. Schweißermaske nehme ich auf jeden Fall mit. Und eigentlich müsste ich auch den Generator mitnehmen. Wie spät ist denn das? 10 Uhr. Ich gehe nach Hause. Komme aber direkt wieder, weil ich auch das Haus durchlooten will. Und den Generator mitnehmen möchte. Oh, hoffentlich ist hier keiner, ja. Das ist mein Ziel. So, erstmal kurz nach Hause gesprintet. Mir ist heiß, unangenehm heiß. Ruhe dich irgendwo aus, wenn du weniger Hitze ausgesetzt bist. Durst erhöht. Okay, ja, machen wir mal kurze Pause zu Hause. So, wir schmeißen erstmal alles hier in den Kühlschrank und so weiter. So, Dosen. Alter, was wir gefunden haben. Passen zum Glück 40 Kilogramm hier in den Kühlschrank. Brause ist was zu trinken. Das kommt dann in den Schrank daneben. Ach, herrlich. Frisch, 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 frisch. Jetzt hast du es gegessen, ne? Hallo? Ah ja. So, da kommt rein die Brause. Orangenlimo. Ne, Saftpäckchen. Oh, was haben wir denn hier noch? Okay, ist so ein Krimskrams. Da können wir auch mal so einen Mist hier reinmachen. Wobei, ich habe ja draußen... Ja, das packen wir draußen hin. So, dann Hefe, Käsenudeln, Marinara, Müsli, Pasta, Pfeffer, Trockenrahm. Da passen sogar 50 Kilo rein. So, das ist alles für den Werkzeugschuppen. Mist, ich brauche einen Schraubenzieher, dann kann ich diese komische Tür öffnen. Okay, ich muss erstmal woanders reinschmeißen. Hier, wir machen erstmal alles hier rein. So, 502, automatisches Übertragungssystem. Durchschnittstemperatur 62 Fahrenheit Minimum, okay. Luft und leicht bewölkt, gelegentlich stark bewölkt, aber alles gut. Also kein Regen in Sicht. Achso, ich wollte mich ja erholen eigentlich, naja. Können wir auch vielleicht im Häuschen da hinten machen. So eine Fensterladen hätte ich eigentlich auch gerne. Fensterläden. Oh. Da ist die Bewohnerin zurückgekommen. Guck mal einer an. Ist ungünstig. Ich glaube, sie hat uns nicht gesehen. Da steht auch wieder eine neue Mitbewohnerin. Den Generator würde ich halt wirklich gerne schon mal mitnehmen. Guten Tag. Was? Ich nehme den Generator von Anfang an. Nee, nicht platzieren, sorry. Nehmen. Nein, nicht Oakwood Floor. Hör auf. Fuck,
Ich will den scheiß Generator, ich will nicht den Oakwood Floor. Warum kann ich den Generator nicht mitnehmen? Ich habe nicht die Möglichkeit, den Generator mitzunehmen. Das ist ja ärgerlich. Oh, 11.50 Uhr. Ich müsste eigentlich mit Karacho mich an den Fernseher setzen. Hier ist ein Zombie auf jeden Fall noch in der Wohnung. Das ist jetzt fies. Ich würde nämlich gerne erst lernen. Oh, das ist jetzt... Ich riskiere es mal. Jetzt wird es mir zu bunt. Jetzt ist aber auch hier fertig. So, irgendwo hier ist ein Zombie. Alter, Tür ist verbarrikadiert. Krass. Irgendwo hier ist ein Zombie. Ich müsste jetzt die Barrikade abnehmen. Okay, hier ist schon mal keiner drin. Aber ist hier wirklich kein einziges Fenster? Okay, ich bin hungrig. So, ich muss die Barrikade erst abmachen. Okay, ist einer. Ah, oh, eine Pistole. Keine Patrone im Lauf. Ja, können wir trotzdem mal einstecken. Dann haben wir mal eine am Start. Gut, Bleichmittel, sehr schön. Kann ich wieder ausgießen? Ich weiß nicht, ob ich mir die Zähne putzen kann, aber ich nehme es jetzt einfach mal mit. Ach, jetzt habe ich ja noch... Ach, das Brett habe ich auch noch. Sehr gut, das Brett, damit können wir tatsächlich auch bei uns mal ein bisschen das Ganze verriegeln. Ich würde auch mal meine Flasche kurz auffüllen. Nee, ich will mich nicht waschen, ich will meine Wasserflasche auffüllen. So, ein bisschen hungrig sind wir. Backform. Teekessel kann man eigentlich nicht zu wenig haben. Dose. Na, Pfeffer nehmen wir auf jeden Fall mit, den Dosenöffner nicht wirklich. Brett können wir behalten. Wir müssen auch, also das erste, was ich mache, wenn wir irgendwann mal das richtige Werkzeug haben, ich würde gerne Sachen verarbeiten. Also sprich, sowas wie Bretter und sowas machen. Ein Wanderrucksack. Fassungsvermögen 20 Kilo. Oh my gosh. Yes. Oh ja. Damit haben wir nochmal richtig was gewonnen. Kugelschreiber kann ich mal mitnehmen. Damit kann ich, glaube ich, auf Karten und sowas malen. Und auf... Hallo? Ja. Auf andere Sachen. Mann, das ist ja ärgerlich hier.
Wie spät ist denn das? 14 Uhr. Looten wir hier hinten noch mal ein bisschen. So, wir sind hungrig. Habe ich nicht noch was zu essen dabei? Ja. Frisches Kuchenstück, komm. Wir müssen uns ein bisschen erholen auf jeden Fall. Das hier. Fußballspieler oder was? Ja, auf jeden Fall einer, der joggen war. Ach man, ich brauche unbedingt so viel Werkzeug. So, hier ist auf jeden Fall einer drin. Würde ich zumindest behaupten. Ach, da liegt einer. Schwarze Digitaluhr. Die kann man später meiner Meinung nach auch alle noch ein bisschen auseinandernehmen. Auch wenn man einen Schraubenzieher hätte. Was ich ja nicht habe. Nein! Okay, hier ist eine Alarmanlage an. Metallverarbeitung. Oh, weiß ich nicht, ob ich das schon habe. Landwirtschaft für Anfänger, sehr gut. Ich muss ganz kurz gucken. Scheiße, ich weiß nicht, welches Auto hier gerade die Alarmanlage angeschmissen hat. Das ist jetzt der Worst Case. Jetzt kommen nicht die Zombies von allen Ecken. Also hier bei uns zu Hause haben wir ein bisschen aufgeräumt. Ah, sehr gut. Da werden uns keine entgegenkommen, hoffe ich. Okay, das war jetzt eng. Okay, wir müssen es erstmal hier zu Hause ein bisschen einschließen. Gut, also looten. Oder Loot aus. Geben. So, was war hier? Ungekochte Fertigdings. Frische Banane. Die Bleichmittelflasche ist leer. Davon haben wir ein paar. Metallverarbeitung. Pfeffer haben wir noch. Ach, den Wanderrucksack. Sehr gut. Den müssen wir auch gleich nochmal ausmisten. So, Zahnpasta, Zahnbürste. Kann ich mir die Zähne putzen? Ich kann auf jeden Fall mich waschen und meine Kleidung waschen. Das sollten wir vielleicht auch mal machen jetzt. Also erstmal können wir hier den Basie weglegen. So, Landwirtschaft für Fortgeschrittene. 3 und 4, aber Metallverarbeitung für Fortgeschrittene? Scheiße, ich habe doch für Anfänger. Für Anfänger ist Stufe 3 bis 4. Was ist denn für... Also Stufe 1? So. Die Pistole kommt auf jeden Fall hier rein. Kugelschreiber kommt hier rein. Ich würde mal... Machen wir aber gleich. Ich habe ja noch... Achso, den Wanderrucksack packe ich erstmal raus. Weil den setzen wir jetzt auf. Auf dem Rücken tragen. So, Schulrucksack können wir weglegen. Genau, Basie, Hammer, Bretter. Kann ich jetzt hier ein Bretter vorhängen? Oder kann ich das von außen? Warum kann ich das nicht vernageln? Fenster öffnen? In Behälter packen. Fenster. Wieso kann ich denn das Brett nicht verarbeiten? Dafür irgendwas?
Okay, wir lassen das Brett mal vor der Tür stehen. Oder liegen, besser gesagt. Oh, 16 Uhr, gleich. Nee, in 2 Stunden geht's erst los. Dann erholen wir uns erstmal ein bisschen. Also, wir essen erstmal was. Wir können jetzt ja mal was kochen. Wo ist denn hier unser Crafting-Menü? Kochen. Oh, Dose mit Sardinen, gepökelter Rindfleisch. Ich habe so viele frische Sachen und ich kann nichts machen, außer Dose mit gepökeltem Rindfleisch und so ein Mist. Okay, dann werden wir uns ein bisschen entspannen, indem wir uns auf den Boden setzen. Ach, ich bin sehr müde. So, wir können ja nochmal was lesen nebenbei, um die Langeweile uns ein bisschen zu vertreiben. Ich hoffe, dass wir noch Zeitung oder sowas haben. Ja, Zeitung hier, komm. Schade, dass man sich nicht auf Möbel setzen kann. Ah, so, lesen bitte. Und die zweite meinetwegen auch gleich nochmal. So, da beginnt nämlich die nächste Sendung. Die wir uns auch nochmal angucken. Eigentlich müsste ich pennen gehen. So, um was geht's heute? Wieder fischen, ne? Meine Fischen war wieder dran, ja. Okay, also ich bin sehr müde, kurz vorm Umfallen. Ja, dann müssen wir uns mal leider kurz hinlegen. Kann ich auf der Couch nicht ein bisschen pennen? Mittelmäßig. Ah, ich habe halt keinen Tagesrhythmus mehr, ne? Was machst du denn jetzt? Penn mal ein bisschen. Ich kann ihn leider nicht aufwecken, das ist mein Problem. Was war denn das? Oh, er pennt aber sehr lange. Hervorragend. 5.40 Uhr stehen wir auf. Super gut. So, dann knallen wir uns eine Dose mit Boden rein. Wie gesagt, ich kann mir auch die frischen Sachen irgendwann machen. So, Dose mit Bohnen essen. Dann schmeißen wir kurz den Dosenöffner weg. Jetzt habe ich noch eine Blechdose. Da. 2 Blechdosen. Und dann gucken wir uns um 6 Uhr die nächste Sendung an. So, Life and Living ist aktiviert. Cookshow, sehr gut. Kochen, lernen wir auch noch mal ein bisschen. Ah, fast Stufe 2. Okay, gut, meine Damen und Herren. Dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Wir gehen morgen in der Folge dann wieder los. Also 6.40 Uhr. Wir sind super ausgeschlafen. Ich hoffe, dass ich jetzt mal einen halbwegs vernünftigen Tagesrhythmus wieder habe. Und dann, boah, ich weiß gar nicht, wo wir als nächstes hingehen. Vielleicht nochmal nach Norden oder so. Ja, wahrscheinlich nach Norden. Also, da lang. Ich brauche halt Werkzeuge. Ich habe nicht ein einziges Werkzeug bis jetzt. Das nervt mich ein bisschen. Also außer den Hammer. Aber ich brauche Schraubenschlüssel ganz dringend, weil dann können wir die Tür hier öffnen. Säge brauche ich. Ich brauche so viel Sachen. Oh Gott. Naja, gut. Mal schauen, was der nächste Tag bringt. Herzlichen Dank und bis morgen. Haut rein.